Guten Morgen. Wir verlassen gerade Stauke und wollen eine kleine Wanderung von rund 26 Kilometer um 4 oder 5 Seen herum machen. Das ist die Wanderung, die wir im Februar schon machen wollten und wegen Regen abgesagt hatten. Und haben jetzt das einzige Problem, meine Navigations-App geht nicht. Könnt ihr mal weiterlaufen, Schatz? Das heißt, ich muss die ganze Zeit mehr oder weniger auf Handy schauen, weil die Karte habe ich runtergeladen, aber die navigiert uns nicht. Aber ich hoffe, wir werden es schaffen. Wir werden es unterwegs noch ein kleines Mittag machen. Und wenn ihr Lust habt, kommt einfach mit. Jetzt haben wir knapp 2 Kilometer gemacht und die Stadt definitiv hinter uns. Wir sind endlich in so einem kleinen Wäldchen angekommen, was den Vorteil hat, dass Schatten ist hier. Und die Sonne knallt schon ganz schön. Wir erwarten heute über 30 Grad. Also wird schon ein schöner, warmer Tag. Hier durch die Bäume kann man den ersten See durch schon mal sehen. Das ist der Schablo See, aber leider kommt man nicht ran. Hier ist überall abgesperrt, ich schätze wegen Schaf oder so, ein Elektrozaun. Aber wir werden auch einen Zugang finden. Der Weg ist ja schön hier. Aber ich glaube, ich habe in den letzten 10 Sekunden 25 Mückenstiche gekriegt. Wird jetzt hier zu matschig. Man kommt zwar vielleicht durch, aber dann würden wir den Rest des Weges, was noch rund 24 Kilometer sind, mit nassen Schuhen laufen. Also kämpft man zurück durch den Dschungel hier. Der See vom Weiten. Aber der nächste kommt bestimmt, weil hier kommt einer nach dem anderen. Laut Karte haben wir jetzt kilometerweise diese kleine Asphaltstraße. Weil zum Wandern vielleicht nicht die perfekte, aber uns hat eine Inlineskaterin überholt und für Fahrradfahrer ideal. Und die Landschaft halt platt wie in Brandenburg. Aber sonst recht schön. Da kommt übrigens wieder Fahrradfahrer. Ansonsten für den Sonntag ziemlich leer hier. 2, 3 Radfahrer sind uns jetzt begegnet, in etwas über 4 Kilometer. So, nach rund 2,5 Stunden sind wir jetzt hier am Buker See angelangt. Hier werden wir die erste Pause machen. Schnell einen Kaffee trinken und Brötchen essen und in 2, 3 Stunden koche ich uns den Mittag. Ein paar Trauben haben wir auch noch da. Der Kaffee wird heute mal wieder im guten alten Wurstdosenkocher gemacht. Ich habe nämlich 2 Brenner dabei, weil ich nachher ein 2-Gänge-Menü mache. Sieht übrigens verdammt nach Regen aus, obwohl der Wetterbericht gesagt hat, bleibt trocken. Und wir haben jetzt absolut keine Sachen weiter dabei, außer unsere nagelneuen Bushcraft Light T-Shirts. Thank you.
Ab und zu haben wir den Hauptweg natürlich auch mal ein bisschen verlassen und sind ein paar schönere Wege gelaufen. Oder bist du auch da, wo keine Wege sind. Macht man nicht wirklich Kilometer, weil das Ganze soll ja auch ein Trainingsmarsch werden, aber macht einfach mehr Spaß. Da hinten müsste der Aussichtsturm am Selchower See liegen. Da werden wir den Mittag machen, oder besser gesagt, zweite Mittagessen und eine schöne Pause. Ab und zu geht es mal wieder durch eine kleine Ortschaft. Jetzt sind wir gerade in Selchow. Aber die sind immer so klein, die Dörfer, dass man ein paar Minuten wieder raus. Hier in der Hütte war ich schon vorher, ja, wie ich den Aussichtsturm gesucht hatte. Jetzt geht es hier nur noch am Felsrand lang. Ja, ich kann den Turm jetzt nicht sehen. Der ist hier hinten. Da ist er ungefähr. Eigentlich müsste man sehen können, aber. Ja, letztes Mal war nicht so grün alles. Werden wir schon noch finden. Da ist er ja. Da werden wir es am Mittag machen. So, fangen wir erstmal an zu kochen. Und während meine Frau auf den guten Spirituskocher jetzt unseren Onkel Benz Reis warm macht, brate ich uns in der Zwischenzeit ein paar Schnitzel. Ich habe ein paar Pferdeschnitzel bei, gerade paniert, die müssen wirklich wieder aufgebraten werden. Schnell gemacht. Rutzel schon schön. Der Reis ist auch fertig. Können wir irgendwie essen. Guten Appetit, mein Schatz. Danke gleich. Nochmal obligatorischen Kaffee und dann geht's weiter. Sind ja nur noch, glaube ich, 560 Kilometer. Von da ganz hinten kommen wir und sind hier alles rumgegangen. Geht da hinten noch weiter. Dann kamen die ganzen kleinen Seen noch. Und leider bin ich wieder alleine hier oben. Meine Frau hat sich leider nicht getraut. Jetzt geht es hier weiter. Da hinten kommt die Fischerei, wo wir
im Februar waren. Und dann haben wir es bald geschafft. So, wir sind mal wieder bei der Erlebnisfischerei Kölnitz. Wir werden mal gucken, ob ein Eisvieh mit Frauchen bekommt. Und dann geht's weiter. So, jetzt sind wir in, würde ich sagen, 10 Minuten wieder in Staukow, dann halt aufzufilmen. Zu Staukow haben wir noch rund 1 Kilometer zu laufen und dann haben wir insgesamt rund 26 Kilometer gemacht. War eigentlich eine schöne Wanderung, nur leider ein bisschen selten am Wasser rangegangen. Aber was das Wichtige ist, mein Frauchen hat durchgehalten, weil das war der erste Trainingsmarsch. Denn jetzt kommt's. Trommelwirbel bitte. Trommelwirbel! Klappt nicht mit dem Trommelwirbel, er ist zu leise. Wir haben uns für Oktober für den Little Mammutmarsch angemeldet. Das heißt 55 Kilometer in 12 Stunden und diesmal macht mein Frauchen mit. Bis Oktober ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir werden noch 2 oder 3 längere Läufe machen, also ein bisschen länger wie heute noch, über 30. Und dann wird es schon klappen. Und schönen Dank fürs Zuschauen. Ich mache jetzt aus, weil in der Stadt gibt es bestimmt nichts Interessantes zu filmen. Und tschüssi.